Zu uns. So, dann komme ich immer dort an der Seite vorbei. Da muss ich. Müssen wir jetzt damit leben. Mit dieser engen Kurve. So, naja, gut. So, hier kommt jetzt ein Überraschungswasserbecken. Das sehen die erst, wenn die in den Tunnel reingefahren sind. Natürlich gucken, ob denn der Schwung da noch reicht an der Stelle. Kleinix Helix abwärts. Ach so, es. Komme ich hier rum? Nee. Da muss ich jetzt hier wieder runterbauen, damit ich dort unter die Höhe komme. Achterbahn im Weg. Achterbahn im Weg. Das geht auch nicht. Ah, ich reiß das nochmal weg hier. Dann kommt halt hier so eine Kurve rein. Speichern wieder ab, bevor wir unten sehen, was für eine Attraktion neu dazugekommen ist. Der Donutstand. Bin ich denn jetzt hier? Kannst du vielleicht mal im Untergrund-Konstruktionsbaumodus drin bleiben? Jetzt muss ich ja aber auch irgendwie wieder dort hochkommen, ne? Großes Helix abwärts. Oh, ist schon wieder zu niedrig. Na, die werden sich freuen, wenn die dann hier 23 Höhen auf 23 Meter hier wieder hochkommen müssen. So, jetzt eine enge Kurve und dann geht das jetzt hier. Wieder hoch. Das ist jetzt erstmal Höhe 15. Ja, die Underground-Erhöhung hier. Wird wahrscheinlich wieder so eine potenzielle Unfallstelle sein. Ich überlege gerade, ob ich die Bahn wieder gleich nochmal komplett abreiße. Wenn ich ehrlich sein soll. So, hier kommt es jetzt hoch. Klettert hier den Berg hinauf. Da sind jetzt bestimmt die
Geschäft im Weg. Ja, das habe ich mir gedacht. Dann halt so. Das müsste eigentlich ganz knapp dran vorbeipassen, genau. So, jetzt ist hier die Frage, ob ich hier irgendwie... Hier kommt erstmal ein massives Wasserbecken zum Abbremsen rein. Und das passt auch schon von der Höhe. Ah, nicht ganz. Das muss hier weg. Ja, keine Ahnung, ob die Bahn jetzt hier so der Knaller ist, aber wir machen auf jeden Fall mal eine Testfahrt. Wir machen auch nur minus. Boah, mit 70 in so eine enge Kurve. Den ersten Huckel, den überfährt er mal locker flockig, aber ich glaube, die Kurve dort, die ist mit 70, das ist, glaube ich, zu heftig. Meiner Meinung nach. Das kannst du, glaube ich, schon mal vergessen. Schon allein, dass man den Lift hier nicht schneller machen kann und hier hinten, ich glaube, das Wasser, das wird er auch kaum abbremsen. Darf ja nicht schneller als 30 oder sowas sein, damit es keinen Unfall gibt. Man könnte durch den Hügel noch flacher machen. Aber wir gucken erstmal ab, bis die Bahn hier fertig ist. Es ist ja gleich soweit. Zieleinfahrt. Kommt jetzt nochmal der Helix abwärts. Ja, wird es mal auf 24 runtergebremst. Ach, das ist trotzdem noch zu schnell. Gucken wir uns erstmal die Werte an, weil bevor ich jetzt hier hinten rumbaue, dann sind die Werte komplett grottig. Also. 3,3 G ist maximal senkrecht. Ja, vor allem auch nur zwei. Nee, hatten. Oh, guck mal, die ist von den Werten her eigentlich jetzt schon mal nicht schlecht. Hatten wir wirklich bloß zwei Wassersplash-Stellen? Tatsächlich. Das ist ja auch irgendwie arm, oder? Naja. Ich baue hinten nochmal um. Dass wir da noch ein bisschen Speed rausnehmen. Ich glaube, die konnten doch hier an diesen Wasserstellen auch hängen bleiben. So eine Kurve könnte ich auch machen, aber dann passt das mit den 25 nicht. So, jetzt passt da eine Splash-Stelle mehr hin. Ich könnte auch... Jetzt reiße ich das nochmal ganz ab hier. Das so machen ist nämlich hinten der Abfall... Der Drop nicht mehr so.
gut, hier muss dann halt so eine Kurve rein. So, neuer Versuch mit der Testfahrt. Derweil gibt es ein Stehcafé. Warum kommen jetzt bloß Fressbuden hier? Müssen wir natürlich erstmal hier noch ergänzen. Donutstand. Na gut, dann ist halt dann hier der Papierkorb weg. Und hier unten dann auch. Ich stelle die Bahn einfach schon mal ein. Wenn die dann blöd ist, dann können wir die ja nachträglich immer noch abreißen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier vielleicht ein bisschen langsamer jetzt ankommen, dass es halt keinen Unfall gibt im Falle von Stationsbremsenversagen. So, 35, jetzt schon abbremsen. 14. Und dann 22, das müsste eigentlich passen. So, die Fahrzeit ist jetzt 1,30 und wir haben 6 Boote. Das ist 90 durch 6 sind 15, ne? Glatt 15. Warte mal, ich würde den Eingang aber jetzt mal auf die andere Seite stellen.